Es ist der Berufswunsch von Kindern auf Platz 1 seit Jahrzehnten. Noch vor den vermeintlichen Traumberufen Profifußballer oder Ballerina. Die meisten wollen Tierarzt werden, entscheiden sich im Laufe des Lebens dann aber doch für andere Berufe. Einen Einblick, wie ihr Alltag ausgesehen hätte, den bekommen Sie jetzt. Wir durften nämlich in einer Tierklinik im Saarland denen über die Schulter schauen, die sich ihren Berufswunsch erfüllt haben. Wie ruhig du sein kannst. Ne? Paul ist erst 7 Monate alt und schon das 3. Mal in der Tierklinik Elversberg. Für Dr. Alexander Pack fast schon ein Dauerpatient. Der Labrador fing plötzlich an zu lahmen, konnte manchmal sogar nicht mehr aufstehen. Bei ersten Untersuchungen wurde ein Knorpelschaden im Kniegelenk festgestellt, vermutlich genetisch bedingt. Paul muss heute in Narkose. Im CT will sich Alexander Pack das Knie genauer anschauen. So, schon müde? Ja, ich denke so 5 Sekunden waren das jetzt. Länger war das nicht. Kerstin Weißer muss ihren Paul jetzt alleine lassen. Sie können draußen Platz nehmen, dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Okay. Ne? Kerstin Weißer macht sich viele Sorgen, denn Paul ist sehr verspielt, tobt gerne, ein junger Hund eben. Wir sind halt der Meinung, wir lassen ihn spielen und wenn es funktioniert, funktioniert es. Weil ich will keinen Hund haben, der dann mit 4 Jahren, eventuell wenn es dann ganz schlimm wird, mit 4 Jahren stirbt, weil es halt von den Gelenken her nicht mehr funktioniert und er hat kein Hundeleben gehabt. Und so sage ich mir, er soll halt einfach spielen. Ich habe gesehen, es gab ein Problem mit der Verletzung. Ne? Das genau. Ist nochmal aufgegangen. Genau. Sonji ist ein Schutzhund im Dienst der Bundeswehr. Der holländische Schäferhund ist Patient von Dr. Sandra Kehr. Vor 10 Tagen war er schon mal in der Klinik. Beim Spielen im Wald hat er sich unglücklich verletzt. Die Wunde musste genäht werden. Sonjis Maulkorb, Vorschrift. Das ist so ein leichtes Serum, das sich jetzt hier gebildet hat. Also, ist ein super lieber Hund. Sie können ihn auch gerne mal streichen. Alles top, aber wenn er die Arbeit machen muss, dann ist er voll in seinem Job und macht's gut. Sonjay lässt alles brav über sich ergehen. André Seredas größte Sorge, die Wunde könnte wieder aufreißen. Denn Sonjay hat sich mit seinen Zähnen einige Fäden selbst gezogen. Die Halskrause, die er tragen sollte, hat André Sereda leider zu früh abgenommen. Wir haben es immer wieder, dass Besitzer einfach, weil ihnen der Hund so leid tut, diese Halskrägen, die zum Schutz da sind, ausziehen und die Hunde knabbern da dran rum. So. Schnell kann Sandra Kehr Entwarnung geben. Die Wunde hat sich nicht infiziert. Doch damit das so bleibt, muss Sonjay die ungeliebte Halskrause noch ein paar Tage tragen. An die Fäden darf er unter keinen Umständen mehr ran. Wenn er sich da jetzt erstmal noch 2-3 Tage dran vergnügt hat, dann funktioniert das nicht mehr. Dann kriegen sie eine Wundinfektion rein. Und so brauchen wir auch kein Antibiotikum oder ähnliches, weil es wirklich keine problematisch irgendwie infizierte Wunde ist. Wenig komfortabel ist unterdessen die Lage von Paul im CT. Doch der junge Labrador schläft dank der Narkose tief und fest. Alexander Pack ist zufrieden mit den Aufnahmen. Der Knorpelschaden im Knie hat sich nicht weiter verschlimmert. Eine OP bleibt Paul erstmal erspart. Im Kniegelenk sieht es besser aus, als wir es beim letzten Mal vorgefunden haben. Wir wollen bei so einem jungen Patienten da sehr sorgfältig vorgehen und nichts falsch machen und nicht unnötig chirurgisch intervenieren, wenn wir da nichts mit verbessern können. So. Hallo Maus, dann komm mal her, zeig dich mal. Ja. Begeisterung ist anders, ne? Oh ja. Lenas Widerwille ist augenscheinlich, doch längst kein Grund für Fauchen, Kratzen, Beißen. Typisch Maine Coon, sagt Lenas Besitzer Stefan Falz. Die ursprünglich in den USA gezüchteten Rassekatzen werden auch sanfte Riesen genannt. Mein Schatz, knabbert aus. Doch die Körpergröße dieser Rasse kann auch viele gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Lenas Schwester starb vor 1,5 Jahren durch plötzlichen Herztod. Sie hat einfach morgens da gelegen auf dem Sofa und war tot. Da haben wir gesagt, okay, bei ihr machen wir jetzt halt regelmäßig einfach die Untersuchung, um zu schauen, dass im Herz alles in Ordnung ist. Weil gerade bei dieser Rasse ist es halt wegen der Größe mit dem Herz oft ein Problem, dass es einfach stehen bleibt. Der Ultraschall soll zeigen, wie es um Lenas Herz bestellt ist. Lena ist eine Vorzeigepatientin.
Sandra Kehr kennt ganz andere Kaliber. Schon dreimal wurde sie gebissen. Die Bakterien im Maul der Katze ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Ein Katzenbiss oft gefährlicher als ein Hundebiss. Bei den Katzenzähnen ist das Problem, dass die ja im Prinzip wie Nadeln wirken. Die beißen relativ tief ein und die Wunde verschließt sich danach direkt wieder. Und gerade das wird dann halt oft unterschätzt. Es tut höllisch weh, aber am Anfang sieht man meistens noch gar nicht so wahnsinnig viel, während die Infektion sich halt schon ausbreitet. Und das schaut aber alles auch sauber aus, ne? Am Herzen ist nichts Auffälliges zu entdecken. Gute Nachrichten für Lena und ihren Besitzer. Natürlich. Im CT nebenan wird Camillo auf seine Untersuchung vorbereitet. Erst vor wenigen Tagen brachte ein Tierschutzverein den kleinen Mischling nach Deutschland. Das ist ein Hund aus der Slowakei, der offensichtlich angeschossen worden ist, mit Geschossteilen noch im Gesichtsschädel. Und bei diesem Schuss hat er offensichtlich beide Augen verloren. Katrin Haug ist ebenfalls Tierärztin, hat eine eigene Praxis. Bei ihr wird der blinde Camillo ein neues Zuhause finden. Wie und warum der Terrier-Mischling angeschossen wurde, darüber kann Katrin Haug nur spekulieren. Er wäre angeblich beim Vorbesitzer weggelaufen und dann nach 4 Wochen nochmal ohne Augen aufgetaucht. Hier sind praktisch die Schrotgeschosse verteilt. Da sich Camillos Augenhöhlen durch die Schussverletzung ständig entzünden und eitern, kann nur noch eine Operation helfen. Eigentlich ist Zeus eher der coole Typ. Och, Stinker. Wird er doch gerade zum Personensuchhund in der Rettungsstaffel des Roten Kreuzes ausgebildet. Doch dieser Raum scheint dem Dobermann alles andere als geheuer. Zeus ist zum Blutspenden gekommen. Kein angenehmer Tierarzttermin, aber Zeus entspannt sich nach und nach. Er weiß schon, was ihn erwartet diesmal, gell? Blutkonserven werden in der Tierklinik Elversberg weniger für Operationen gebraucht, als vielmehr für die Behandlung schwerer Erkrankungen, bei denen die Blutkörperchen zerstört werden, etwa durch Zeckenbisse, wie Monika Rieger erklärt. Es gibt eine Erkrankung, die gerade hier im Saarland sehr häufig ist, das ist die sogenannte Babesiose. Und dabei werden die roten Blutkörperchen der Hunde zerstört. Und das geht ziemlich schnell. Und damit die Therapie überhaupt Zeit hat zu greifen, brauchen viele von denen eine Bluttransfusion am Anfang. Nach ein paar Minuten hat Zeus schon die Prozedur hinter sich. Die Würstchen redlich verdient. Ja, das geht schon, genau. Als Tierarztkollegin darf Katrin Haug bei der Operation ihres Camillus dabei sein. Durch die Schussverletzung wurden seine Augen so stark verletzt, dass er blind bleiben wird. Doch zumindest sollen sich die Augenhöhlen in Zukunft nicht mehr entzünden und Camillo keine Schmerzen mehr bereiten. Deswegen haben wir das Auge entnommen und verschließen diese Höhle, nähen die Haut über der Höhle wieder aneinander und da wächst dann noch Fell drauf. Und das sieht eigentlich kosmetisch besser aus, als es vorher ausgesehen hat. Und es entzündet sich nicht mehr. Eine knappe Stunde später. Camillo hat es geschafft. Noch wirkt die Narkose nach. Katrin Haug hatte schon mal einen blinden Hund und sie ist sicher, dass auch Camillo bei ihr zu Hause mit ein bisschen Hilfe gut klarkommen wird. Das war's für heute. Morgen um 5:10 sind wir wieder da. Jetzt Karen Webb mit Leute heute aus München und alle Single-Frauen aufgepasst. Das klingt so ein bisschen wie eine royale Kontaktanzeige, was du jetzt zu vermelden hast, oder Karen?